Ja, hallo, willkommen zurück bei einer neuen Folge Movie Days. Und heute haben wir Meisterdetektiv Pikachu. Dieser Film dreht sich um ein kleines Pikachu, was sich mit einem Jungen unterhalten kann und sonst kann es eigentlich keiner verstehen. Und dabei lösen die beiden dann ein Abenteuer, ganz klassisch im Detektivstil. Ich würde sagen, das erste Drittel ist das Beste, das zweite Drittel ist auch noch ganz cool, das letzte Drittel verliert dann bei den 130 Minuten ein bisschen an Fahrt und macht dann nicht mehr ganz so viel Spaß. Aber ansonsten einer der besten Videospielverfilmungen aller Zeiten. Pikachu bzw. Ryan Reynolds aka Deadpool bombastisch gut. Mega witzig. Ist wie Deadpool mit Maulkorb. Bisschen schade, weil ich mir doch eine ab 18 Version davon wünschen würde, weil den Witz von Deadpool, so wie er ist, mit Pikachu, ich hab da Bock drauf. Also, wenn das ganze Ding nochmal ab 18 kommen würde. Ein Muss. Mega witzig dann, mega gut. Dann wäre der Film noch mal einen Ticken besser geworden. Aber ansonsten hat man sehr viel Spaß mit Pikachu, der ganz klar hier der Showrunner ist. Anton auch noch mega witzig. Bei Lucy muss ich sagen, und bitte kommentiert das mal für mich. Hattet ihr auch das Gefühl, dass Lucy euch ein bisschen an Misty erinnert? Nicht zuletzt wegen Anton, aber ja, ich glaube, wer den Film gesehen hat, weiß, worauf ich hinaus will. Anton mit Pikachu zusammen oder generell Pikachu an sich, das macht einfach unglaublich viel Spaß. Also, ich habe da richtig Lust drauf gehabt. Ich wurde nicht enttäuscht. Ich wurde gut unterhalten. Kleine Kinder können sich den immer wieder angucken. Der wird den Spaß ohne Ende machen. Für Erwachsene reicht vielleicht ein, zweimal. Dann ist aber auch gut. Der Film hat ein paar kleine Logiklücken, aber die sind jetzt auch nicht wirklich schlimm. Da muss man aber dann auch ein bisschen skeptisch für sein, dass man dann sagt, ah, aber der Punkt und das stört jetzt nicht wirklich, aber wer halt so ein bisschen Skeptik mitbringt, der wird dann sagen, ja, der Punkt geht jetzt für mich nicht ganz auf. Aber hey, es ist ja auch ein Kinderfilm, ne? Von daher, es soll ein bisschen was für beides sein. Von daher verkraftbar. Ansonsten, kauft euch den gerne als DVD. Oder wenn ihr es nochmal schafft, geht dafür ins Kino. Eine Empfehlung von mir habt ihr auf jeden Fall. Wer Deadpool mochte, sowieso. Wer Pikachu mag oder Pokémon, geht rein. Es ist ein oder kauft ihn euch als DVD, er wird euch nicht enttäuschen. Definitiv nicht. Ansonsten würde ich sagen, das war's von mir. Viel Spaß bei dem Film. Bis zum nächsten Mal. Liken, teilen, kommentieren nicht vergessen. Damit bin ich raus. Euer Open Beta. Ciao.